Ich mache gerade die Einführung in das Spiel mit einem Kollegen, Freund, was auch immer. Also er führt mich ein, weil das war ja schon ein Mods-Gaudi, den gemeinsamen Server zu erstellen. Ich möchte aber nicht einführen. Also, wo bist du? Weiter 20 unten. Warte, ich tappe mich zu dir. Jo, da bist du. Weil das Problem ist an diesem Spiel, wenn du online spielst und du kommst auf einem Server als anderer Spieler, dann laufe ich so. Laufe ich bei dir normal? Ja. Okay, ich laufe bei mir wie, als ob ich einen epileptischen Anfall habe. Es zuckt immer nach vorne, das ist auch bei jedem so. Das ist vollkommen egal, welche Leitung man hat. Also mache ich das im Fahrzeug, erkläre ich dir das. Super, es war ja auch nur noch ein Fahrzeug. Na warte, drück mal Tab. Ja, toll, ist So. wie am Arsch der Welt wieder. Na, ist egal, bleib doch da. Ich bin noch da, 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 bleib doch da. So. Ich bin jetzt neben dir. Jo. Jetzt fährst du erstmal ein Stück nach vorne. Bist du an den schwarzen Kasten daran, der da vor dir ist. So lange, und dann steht dann oben in der Ecke links, steht dann ankuppeln auf Q. So, dann Hab's. fährst du zurück und kuppelst dieses Gerät an. Hab's. So, meins ist dafür da, nachdem wir das Feld abgeerntet haben und abgedrescht haben, um es wieder neu Opa. umzugraben, und deins macht Samen rein. Super. Samen bekommst du, warte, hier müssen irgendwo Paletten stehen. Irgendwo, Paletten steht da, geradezu. Ah, ja, da, warte, sorry. Hier. Hier an den Paletten kannst du dann ranfahren, und dann steht an der Seite wieder eine Taste, wo dann steht Saatauswahl und Saat füllen. Wenn du hier an den Dingern stehst. Braucht, Voll. das brauchen wir aber erstmal nicht. Jetzt tappst du mal zum Mähdrescher. Oh. Scheiße, war gerade. Warte, ich komme mal Hier hingefahren. ist So. das gelbe Ungetüm. Richtig, das gelbe große. Jetzt koppelst du erstmal vorne, wie du es gerade im Trecker gemacht hast, vorne das Ding an, dass du dreschen kannst. Den Schläger. Abs. So. Und dann musst du, glaube ich, V oder B drücken. Dann öffnet sich oben an deinem Mähdrescher so eine kleine Klappe, so eine kleine Luke. Das war O. Das sieht lustig aus. Ja, da fährt man sein Rohr aus. Da so jetzt. Und jetzt steht da H-Helfer einstellen. Und dann fährt er automatisch los und du brauchst nichts mehr zu machen. Sexy. Jetzt währenddessen können wir uns auf andere Sachen konzentrieren. Jetzt drückst du mal auf die Taste I. Da hast du jetzt das Wetter, Nachrichten, Finanzen, alles das, was die Menschheit nicht braucht. Yay. Und oben bei Überblick rechts ist ein blauer Pfeil. Ja, da kommen wir auf mehr Spieler. Und da kannst du durch die ganzen Sachen erstmal klicken. Da siehst du dann, wie viel Geld du für welches Teil du wie viel Geld an welchen Ort kriegst. Dann deine Fahrzeuge, Kartenansicht für deine Pflanzen und die Tiere. Und unter, warte, ich muss kurz aus dem Weg gehen, sonst fährt er mich tot. Unter P hast du einen Shop. Das war wieder oben. Okay. So, da hast du dann, siehst du dann alle Maschinen, die es gibt. Da kannst du zum Beispiel Traktoren anklicken, da hast du dann die ganzen Firmen, und wenn du die anklickst, steht dann unten drunter die Leistung, wie viel PS die haben und. Also das, da kommen wir dann nochmal speziell drauf zu, wenn wir sie dann benötigen, weil zurzeit brauchen wir da eigentlich nichts von. Okay. Die meiste Kohle verdienen wir eigentlich mit Forstwirtschaft. Also da kannst du mit einem Baum, den du relativ schnell fällen kannst, so mal 100.000 verdienen pro Baum. Das kriegst du mit keinem anderen. Wow, wir haben es gerade mal geschafft, eine Spur abzufahren. Geil, oder? So, Hupe ist auf 0. Das ist ganz wichtig. Guckt nix. Nein, ist ein komischer Mähdrescher. Wahrscheinlich, weil der Helfer an ist. Wenn Das du könnte sein. einen Helfer aus hast, indem du wieder H zum Beispiel drückst, kannst du auf der Taste 3, also jetzt, wenn du jetzt B drückst, jetzt ist der Mähdrescher aus. Drückst du Jo. B, drück mal B, dann macht das an und dann kannst du selber dreschen. Wenn du auf irgendeinem Auto Tempomat anmachen willst, drückst du einfach die Taste 3. Dann siehst du unten in der rechten Ecke so eine grüne Zahl stehen mit der Tachoanzeige. 26 in dem Fall bei mir. Ja, und mit Taste 1 und 2 kannst du die Höhe und die
Niedrigkeit feststellen, wie hoch dein Tempomat an sein soll. Jo. So, und dann, warte, mach nochmal Helfer an. Jo. Auf die Taste 9 machst du die Karte groß. Jo. So, dann hast du zum Beispiel da einen Shop in der Mitte, dort musst du dann die gekauften Fahrzeuge, die du dann im Shop kaufen, dort immer abholen. Auch Hänger und. Okay. So, und der Rest, die gelben, sind eigentlich Sachen, wo wir was hinbringen können. Dann gibt's Gartencenter. Also Getreide, die Getreidemühle und so weiter. Richtig. Was aussieht wie ein Dollarschein, das ist die Bank, da kannst du einen Kredit aufnehmen. Auch mehr nicht. So, da gibt's zum Beispiel zwei Hühnersymbole gibt's noch, oder drei sogar, also zwei, wo du Eier abgeben kannst, eins, wo dein Hühnerstall ist. Was aussieht wie ein Schild, da kannst du im Singleplayer Missionen annehmen. Tankstelle erklärt sich von selbst. Was aussieht wie ein Telefonhörer, ist so eine Art Ingame-Tutorial, ist aber voll sinnlos, das zeigt dir gar nichts an. Hooray! Und das ist eigentlich das ganze Spiel. Okay. Und Sinn und Zweck ist, also die Felder, die eine grüne Zahl haben, gehören uns. Alle, die eine weiße Zahl haben, müssen wir noch kaufen. Also aktuell haben wir bloß Feld 16. Naja, es ist auch relativ in Ordnung für den Anfang. Ja, wenn du mal anguckst, wie riesig das Feld ist und das eigentlich mit das kleinste hier ist, im Gegensatz zu 9, 18 und 13. Ich finde, für den Anfang reicht's. Ja, doch klar, definitiv. Aber ich habe mich eigentlich immer... Ich habe eigentlich das Acker, also den Ackerbau sofort nach dem Feld, nachdem ich abgebaut habe, eingestampft und habe mich voll aufs Holz konzentriert. Dann machst du so viel Geld, da kannst du alles kaufen danach. Das ist ja zu einfach. Na, eigentlich nicht. Irgendwann sind ja die Bäume alle und dann musst du neue pflanzen. Und das dauert halt eine Weile, bis sie noch groß sind. Haha. Du verdienst am meisten Geld mit Bäumen, je größer und gerader sie sind. Also die pappeln da geradezu. Bringt natürlich 120.000 locker. Und wenn du so einen kleinen Kackbaum hier neben uns machst, der hat dann bloß mal 30.000, also es bringt nichts ab. Lohnt sich mehr, diese großen abzuernten. Na klar, ihr gebt mir Holz. Du kannst zum Beispiel auch zwei Hänger aneinander koppeln. Für einen längeren Zug halt. Und wenn du mehrere Sachen an dein Fahrzeug dran hast, kannst du mit G durchschalten. Okay. Zwischen den einzelnen Hängern, wenn du zum Beispiel bloß den hinteren Hänger abkoppeln willst oder nur den vordersten. Dann kannst du mit G dazwischen durchschalten. Und das ist eigentlich das ganze Spiel. Bei dir siehst du jetzt unten die KMH-Anzeige. Jo. Und da unten drunter ist die Anzeige, wie voll dein Mähdrescher schon beladen ist. Ziemlich voll. Jo, dann werde ich mal einen Hänger holen. Damit wir das ganze Zeug erstmal abladen können. Richtig. Hat nämlich schon das Rohr ausgefahren. Jo, dann müsste es jetzt ungefähr bei ein bisschen über 80% sein. 88, ja, 89. Bisschen doll über 80. 90. Ist so schnell! Oh Gott, ich habe vergessen, Gewicht vorne dran zu machen. Ja, Physik in dem Spiel ist auch sehr realistisch, also mit einem Lernhänger, ja, fährst du wie ein Panzer. Jetzt bleib stehen! So, und mehr du brauchst jetzt nicht zu machen, einfach nur stehen bleiben und der Rest macht davon alleine. Jo, ich seh's. Und das ist eigentlich, wenn man sieht, das ganze Spiel. Und du fährst das denn jetzt dann zur Getreidemühle? Auf I kann ich jetzt gucken, wo wir für Weizen, das ist ja Weizen, das meiste Geld kriegen. Am Bahnhof würden wir ein bisschen über 1200 für die Tonne. Depot okay. 1100, deiner Getreidemühle und. Ich denke mal, ich werde zum Bahnhof fahren, es war ein Stückchen weiter, aber wir kriegen halt mehr. Ich sehe hier gerade nur den Bahnhof. Ach, da kann noch weiter schalten. Okay. Ja, an der Seite ist es so ein Pfeil. Dann fahr's am besten zum Bahnhof, ja. Jo, und da du der Admin, da du der Admin hier bist bei uns auf dem Server, kannst auch nur du neue Fahrzeuge kaufen. Ja klar, damit nicht irgendwer reinkommt und ganz Geld verschwendet. Richtig. Es gab zwar irgendwie oder irgendwo ist die Funktion, dass man für die anderen Mitspieler so Zusatzkonten eröffnen kann, wo man dann nur einteilen kann, der kriegt das Geld und das Geld und das Geld. Okay. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie das geht. Drückt man L, wo Konto ist, steht, das geht nur im Administrationsmenü. Aber das steht selbst bei dem Host vom Server. Jo. Also, da bin ich ein bisschen überfragt. Also, wenn du das Ding dann schon mal wegdruckst, fange ich schon die nächste Ernte ein, ne? Immer holt. Was du holen könntest, gleich mal kaufen könntest, wäre ein größerer Hänger. Okay, das dann war nochmal auf P. E. Dann
guckst du mal bei Kipper, dritte Reihe, zweites Bild. Dritte Reihe, zweites Bild ist bei mir ein Schneidewerkswagen. Ja, dann dritte Spalte, zweites Bild, so. Kipper, so. So, und dort kannst du gleich den zweiten da kaufen für 24.000. Die HKD 302. Wir haben nicht genügend Geld. Was? Naja, wir haben das 11.000. Stimmt, ja, warte. Die größte, das Schwierigste kommt ja noch, was wir gleich noch machen. Was ist das Schwierigste, das Nervigste am Anfang? Du kannst ja mal den Mähdrescher, hast ja auf Helfer, warum? Jo. So, dann switch mal kurz zu einem Trecker, der da in der Nähe steht, wo das Saatding war. Wo du das Saat reingemacht hast. Jo. Und da siehst du große Silos. Jo. Und die sind schon voll, also die müssen wir schon leer machen. Okay. Also, wir müssen nicht, wir können, aber wenn wir das gleich machen, sind wir so ungefähr bei 60.000 bis 80.000, was wir schon plus haben. Okay, und wie mache ich den am besten hier? Also, mit einem Hänger. Du kannst auch den billigsten Hänger jetzt kaufen. Ganz vorne, wenn wir so viel Geld haben. Für 7.200. Ja, der geht noch. Dann schnappst du dir einen Trecker, holst den am Shop ab und dann fahren wir das Zeug erstmal alles hin und her hier. Der Mähdrescher bremst automatisch, wenn er voll ist. So, ich gebe das hier erstmal ab. Also, erstmal den Hänger holen, ja. In den Lärm rein, ja. Am besten den, wo du... Am besten... musst du gucken, den... Der einzelne Traktor, der da noch lose steht, ist ein bisschen schwächer als der, wo du deine Saatmaschine hinten dran hast. Ja gut, aber der reicht ja fürs erste auch. Für den ersten reicht auf alle Fälle, ja. Okay, wo war jetzt der Shop? Ach, da drüben. Was aussieht wie so ein Korb, also ein Einkaufskorb. Ist auch nur an der Stelle. Gibt's also nirgendwo anders. Gott sei Dank. Aber man beachte wirklich die Fahrphysik. Ja, wo ich das Gewicht aufgehoben habe, habe ich mich erstmal fast aufs Dach gelegt. Und kannst froh sein, dass du noch keine Bäume gefällt hast. Lauf, Forrest, lauf! Na, es gibt da ja so ein Kran, wie du die aufs Fahrzeug heben kannst. Jo. Spar dir den Kran, der ist absolut scheiße. Tipp von mir. Kauf den Hänger für die Baumstämme, die du brauchst. Jo. Den stärksten Trecker, den du haben kannst. Und... Warte, ja, na, danke. Und wenn du das hast, stellst du dich so im Abstand von vielleicht 5 Meter vom Baum weg. Aber nicht so, dass der längs in den Hänger fällt, sondern quer zwischen den Streben. Dann nimmst du die Kettensäge, sägst das Ding ab, so absägen, dass der Baum dann gleich direkt in den Hänger reinfällt, sonst hast du null Chance. Okay, ich bin jetzt beim Shop, aber ich sehe meinen schönen Anhänger nicht. Der stand da gerade, das war so ein roter, glaube ich. Ich hab's gerade von Weitem gesehen. Ja, ja, ein roter, aber... Hier steht eine große rote Maschine drin, aber kein Anhänger. Fahr mal drumherum, fahr mal auf den Parkplatz drauf. Da ist so eine kleine Schräge, die hochgeht. Ich bin auf dem Parkplatz. Gefunden? Da drüben ist er. Welchen hast du jetzt gekauft? Den kleinsten oder was am Anfang? Natürlich. Gut. Ich frage mich nur, warum der rot ist. Bei mir sind die immer grün. Oder konntest du die Farbe aussuchen? Naja, du kannst die Farbe auswählen. Das kannst du bei sehr wenigen Fahrzeugen. Was ich auch beim letzten Mal entdeckt habe, ist, du kannst an deinem normalen Pickup, du kannst einen Pickup hier kaufen, so ein normales Auto. Jo. Kannst du auch bestimmte Hänger und Maschinen hinten dran laden. Also es macht sich auch beschissen, wenn du mit einem Holztransporter, mit einem Holzhänger die Kacke holst. Also mit dem Pickup dann fährst, das bringt nichts, der kämpft sich tot. Warte. Nein, falsch, komm zurück. Komm zurück. Folge mich. Da ist ein Baum im Weg. Ich nenne sie Baum. Oh, das war knapp. Alter, schieb mich nicht an. So, jetzt. Und zwar ist das hier dieses schwarze Silo zu deiner Rechten. Jo. Erfährst du, hier ist das ist zum Einladen. Warte, ich fahr drum rum. Und auf der anderen Seite ist wie so eine Dachrinne. Auf der anderen Seite ist wie eine Dachrinne von oben. Hier drum rum. Hier herkommen. Hier oder die
abgebrochene Dachrinne kannst du dir dann aussuchen, was du haben möchtest. Fährst du drunter mit dem Hänger. Steht dann da R-Befüllung starten. Heizen, ne? Ja, wir müssen eh alles leer machen. Das sind vier Sachen. Wir müssen eh, ich glaube, viermal fahren, weil du kriegst immer bloß die Hälfte weg von dem, was da ist. Ich hoffe mal, du schaffst das mit deinem Traktor, die Schräge dann hochzufahren. Wir werden sehen. Meine Reifen lecken ein bisschen irgendwie. Oh oh. Schaffst du es? Schon langsamer. Schaffst du es? Ganz knapp wird er schaffen. So, dann komm ich und schieb die von hinten an. Nee. Okay. Ey, das Schildchen wieder da, was ich umgenietet hab. Was? Oder war das ein anderes? Was machen hier eigentlich die Kollegen vom Bausimulator? Schaut euch in euer Spiel. So. Oh mein Gott. Bitte fahr auf der Straße weiter. Ich feuer gerade quer durch den Wald. Und hier ist ein Berg. Ich seh's auf der Karte. Alter, ich überschlag mich gleich. Na, es geht. Oh Gott, ich komm ins Trudeln. Wow. Ja, 43 km/h bergabwärts. Ab geht die Luzi. Ja, meine Damen und Herren, mein Hänger hat mich gerade überholt. Alter, ich brauche ein Gewicht vorne, ich rutsche. Ich mache hier Holiday on Ice. Der dreifache Rittberger, ungewollt. Oh Gott, das wird lustig. Ich bin mal gespannt, ob du hier die Schräge hochkommst. Warte. Lass mich erstmal auskippen. Jetzt kannst du kommen. Los. Oh ja, da kommen noch. Siehst du, das haben wir noch gar nicht angesagt. Es kommen eine ganze Menge Leute noch mit dazu. Es wird richtig spaßig. Ja, zu fünf wollte ich gerade sagen. Das wird garantiert extrem lustig, wenn wir zu fünf rumgeiern. Wenn die dann alle mitmachen und wir alle Zeit finden. Wir haben ja alle noch ein Privatleben. Leider. Ja. Ich bin da kein Freund von. So, jetzt müssen wir aber genug Geld für einen neuen Hänger haben, für einen großen. Was war das? P? Kipper? Ja. Dann kaufen gleich, dann hole ich ihn auf Rückweg gleich ab. Jo, ist gekauft. Kann ich aber nicht auswählen von der Farbe. Ja, ist nicht schlimm. Ist immer der gleiche. Aber bei dem Kipper zum Beispiel kannst du die Plane oben zumachen. Das heißt, dass man kann durch Regen fahren? Keine Ahnung. Ich weiß bloß, wenn du zum Beispiel bei einem Mähdrescher stehst und du möchtest zum Beispiel nur hinten Weizen haben oder nur vorne, dann machst du einfach bei einem die Plane zu und dann kannst du da nichts mehr reinkippen. Aber ob das der einzige Sinn ist, keine Ahnung. Ich würde ja sagen, als Regenschutz, damit das Zeug nicht nass wird. Trocknummer, hängen wir es halt an der Leine auf, ist doch egal. Na klar, Grand Falcon. Ist klar, wenn du die an der Wäscheleine. So, oh. Verdammt, ich habe jetzt gar kein Gewicht mit. Oh, das ist mies. Das ist gerade mies. Das ist gerade richtig mies. Wow! Soll ich noch eins kaufen gehen? Ah, das geht schon. Ich hol mir das einfach, was da auf dem Hof lag. Du sollst ankuppeln, nicht abkuppeln, du Affe! So, jetzt. Es geht los. See you later! Da, Alter! Pfosten! Ja, du holst mich eh gleich. Natürlich, Tempomat rein! Ich hab ein Tempomat drinne. Also meine kmh springt zwischen 0 und knapp 61 kmh im Millisekundentakt. Interessanter Tacho. Das ist der einzig wahre Tacho. So,